im Verteilerverkehr, also dort, wo ein Volvo FL oder ein Volvo FE im innerstädtischen Verteilerverkehr unterwegs ist, zum Beispiel als Kofferfahrzeug, als Abrollfahrzeug oder als Müllsammelfahrzeug, sind heute schon Reichweiten, je nach Anzahl der Batterien, die wir im Fahrzeug nach Rücksprache mit unseren Kunden im Fahrzeug verbauen, zwischen 80 bis zu 300 Kilometer möglich. Das heißt mit anderen Worten, das Thema Reichweite im innerstädtischen Verteilerverkehr ist heute kein begrenzender Faktor mehr. Im Fernverkehr, also in den Segmenten, die heute überregional durch den Volvo FM und den Volvo FH dargestellt werden können, schaffen wir bis zu 350 Kilometern, haben wir sogar die Möglichkeit, das Fahrzeug an einem öffentlichen Ladepunkt zwischenzuladen, sind in einer Tagestour sogar bis zu 600 Kilometer möglich. Wir verfolgen bei unseren Fahrzeugen grundsätzlich ein modulares Batteriekonzept. Beim Volvo FM und beim Volvo FH kann man heute zwischen 5 und 6 Batteriemodulen wählen. Ein Batteriemodul hat 90 Kilowattstunden. Das bedeutet, bei 5 Batteriemodulen verfügen wir dann über 450 Kilowattstunden im Fahrzeug an Gesamt-Brutto-Batteriekapazität und bei 6 Batteriemodulen über 540 Kilowattstunden. Im Verteilerverkehr, also für Volvo FL und für Volvo FE, können wir sehr individuell auf die Routen unserer Kunden eingehen. Denn wir haben hier 2 Batteriemodultypen, eines mit 66 Kilowattstunden und eines mit 94 Kilowattstunden. In unseren Fahrzeugen, je nach Typ und angedachtem Aufbau, sind 3 bis 6 Batteriemodule möglich. Bei 6 Batteriemodulen bedeutet das, dass wir in der Spitze bis zu 560 Kilowattstunden anbieten können. Selbstverständlich wird sich die Reichweite unserer Elektro-Lkw in Zukunft auch weiterentwickeln. Ganz ähnlich wie bei Dieselfahrzeugen der Dieselverbrauch durch technologische Weiterentwicklung immer weiter runtergegangen ist, wird sich durch ähnliche technologische Entwicklung die Reichweite eines Elektro-Lkw immer weiter vergrößern. Die wichtigere Frage ist aber eigentlich nicht, welche Reichweite ist in 2, 3 oder 5 Jahren möglich, sondern die Frage ist, wie lange ist meine Tour heute und kann ich das mit den heute zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten von Volvo Trucks bereits verwirklichen?